Zum Abschluss der Wintersportsaison war in Göstling an der Ips in Niederösterreich noch einmal Vielseitigkeit gefragt. Bei der Hochkar-Challenge, einem Alpin-Triathlon bestehend aus Laufen, Radfahren und Tourenskigehen, gingen die 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Grenzen. Es ist grün geworden in Göstling. Der Frühling ist da, zumindest im Tal. Oben schaut es nach wie vor so aus. Also beste Bedingungen für die Herausforderung Hochkar-Challenge. Die Herausforderungen sind, dass man gut laufen muss, schnell Radl fahren muss und dann noch zweimal auf den Berg aufgehen muss. Also man muss schon zumindest 6 bis 8 Stunden in der Woche zum Training kommen, sonst würde man das nicht in einer angemessenen Zeit eigentlich schaffen. Laufen, Biken und Tourenskigehen, das ist einfach ganz was Besonderes, dass das in einem Bewerb stattfinden kann. Und ja, meine Erwartungen sind, oben ankommen und dann ein Bier trinken. Der Weg zur Belohnung ist hart, aber zunächst noch in jeder Hinsicht im grünen Bereich. Die 7 Kilometer lange Laufstrecke ist abwechslungsreich. Beim anschließenden Radfahren auf der 9 Kilometer langen Hochkar-Alpenstraße geht es dann aber nur noch bergauf. Und da ist plötzlich auch der Winter zurück. Die ersten Flocken gibt's beim Anstieg. Wenig später ist er wieder da. Der Schnee und damit die letzte Hürde. 580 Höhenmeter Tourenski gehen. Nach einer Stunde und 45 Minuten darf Uwe Hochenwarter als Erster jubeln. Der Kärntner hat am Hochkar etwas gelernt. Man denkt, man fährt nach Niederösterreich und man es sind keine Berge, aber da schaut es anders aus. Wenig später kommt die beste Dame ins Ziel. Irene Zerkold aus Scheibs gewinnt nach 2 Stunden und 19 Minuten. Ich finde einfach die Kombination von den drei Bewerben genial. Also das Laufen, das Mountainbiken und dann Skitouren gehen. Also ich weiß nicht, ob es eh noch einmal gibt, so eine Veranstaltung, und finde ich einfach super. Danach darf gefeiert werden und die Ski werden endgültig in die Sommerpause verabschiedet.